Megamobil TV wird Ihnen präsentiert vom Autohaus Büsken. Herzlich, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Megamobil TV hier aus unserem Schwelmer Reisemobilcenter. Der Herr Musotto ist hier wieder, ne? Unser Italiener. Da bin ich wieder. Da ist er, genau. Und an der Kamera ist heute der Herr Schneider. Sag mal, hallo, Herr Schneider. Servus. Ja. Ich bin gerade am Reden, vielleicht darf ich mal eben was sagen. Ja. Sollen wir den Anfang so lassen? Ja, den können wir nicht. Noch hätten wir die Chance. Wir lassen immer alles, wie Schneider. Gerne, so wie es ist, ne? Ja. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir stehen vor dem Megalaunch Modelljahr 2022. Das Fahrzeug war ja im letzten Jahr auf dem Caravansalon Düsseldorf das Messe-Highlight. Und auch Megamobil hat sich natürlich ein paar Gedanken gemacht, wie wir sie dieses Jahr nochmal überraschen können. Und es gibt doch einiges zu berichten beim Megalaunch jetzt noch. Ja, viele Neuigkeiten. Viele Neuigkeiten. Und Herr Musotto, wie soll man machen? Erstmal außenrum so ein bisschen und dann gleich. Ja, weil die Überraschungen, die meisten sind ja drinnen. Ja. Ja, Ausnahmeauto ist ja. Ja, genau. Ausnahmeauto ist ja noch. Ja, nur die Farbe ist anders. Ja, ja. Gut, die Farbe können Sie ja frei wählen. Also es gibt ja ganz viele Farben zur Auswahl. Und im Übrigen im Kurator auf unserer Website megamobil-reisemobile.com und da können Sie dann so ein bisschen gucken, konfigurieren, Farben wählen, Ausstattung wählen und so weiter. Aber sollen wir das erwähnen? Also bei Peugeot kriegen wir auch Metallic-Farben. Ja. Bei Fiat im Moment leider nicht. Wir haben nur die Möglichkeit Weiß, Rot, Blau, wenn wir das richtig sagen wollen, also Polarweiß, Tiziano-Rot, Imperial-Blau, Lanzarote Grau und Campo Volo. Also das sind die fünf Farben, die nur erhältlich sind im Moment bei Fiat. Bei Fiat. Und wir können das ruhig erwähnen, die Fragen zu beantworten. Und, aber, was ich sagen muss, aber auch 190 Euro nur Aufpreis für Lanzarote Grau und Campo Volo. Das ist, finde ich, okay. Ja. Okay, also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Megalaunch ist ja ein Reisemobil, welches für zwei Personen das Maximum an Platz und Komfort bieten soll. Und dieses Fahrzeug hat ja eine Rundsitzgruppe, die wir Ihnen natürlich gleich auch präsentieren möchten. Aber wir hatten ja schon gesagt, wir gehen erstmal außen rum und wir stehen jetzt hier an unserem Megamobil-Küchenblock. Der Herr Schneider, der kann ja mal da mal so ein bisschen rüber gehen. Genau. Und es ist also so, das gucken wir uns gleich auch nochmal im Detail an, aber das ist jetzt schön von außen zugänglich. Wir haben jetzt hier in dem Bereich, das ist ja der Küchenblock von Megamobil, der ist praktisch bei allen Modellen im Grunde genommen identisch. Hier haben Sie eben einen schönen Bereich, wo Sie zum Beispiel eine Mülltasche unterbringen können oder andere Utensilien. Hier haben wir einen Ablagebereich und hier haben wir noch eine sehr schöne Erweiterung der Küchenablagefläche. Und das können wir gleich auch nochmal von drinnen zeigen, aber der Herr Schneider kann mal eben hier kurz, wir zeigen es Ihnen schon mal vorab. Und es besteht eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel sich hier auf den drehbaren Beifahrersitz zu setzen, so wie ich jetzt hier so sitze, und einfach mal einen Kaffee oder so abzustellen. Also eine sehr schöne Variante. Hier in dem Bereich haben Sie dann den Zugriff auf den Küchenblock von außen. Es kann ja sein, dass Sie zum Beispiel bei schönem Wetter oder so einfach sich draußen mal wirklich schön hinsetzen möchten, die Sonne genießen möchten und vielleicht auch frühstücken. Und dann kann man hier zum Beispiel Teller rausnehmen. Oder kurze Pausen. Ja, genau. Ja, wenn du, stell dir vor, du bist auf der Autobahn, Stau, hältst da an, Rastplatz, haben wir hier. Und dann haben wir ja hier das Schöne, ne? Die Sektbar. Ja, eben. So, dafür Pausen. Das ja, kann man auch mal eben abstellen. Das ist aber schön wie früher in Italien, ne? Viel Pause, immer draußen auf den Stufen sitzen, genau. Ne? Und warten, dass die anderen kommen. Ja, genau. Und viel gucken. Ja. Aber man kann es auch nehmen, wenn man hier zum Beispiel einen Tisch stehen hat, als zusätzliche Ablage, ne? Ja, genau. Also das ist serienmäßig und ich finde eine ganz tolle Sache hier bei unserem Megalaunch. Hier in dem Bereich haben wir dann auch den Lichtschalter für die Eingangsbeleuchtung. Und natürlich im Serienumfang enthalten ist die Fliegenschutztüre, damit Sie also auch schön durchlüften können, ohne dass die Insekten dann ins Fahrzeug fliegen. Das ist wichtig. Schöne Sache, oder? Ja, ja, wichtig. Dann haben wir auch noch mehr. Ne? Wir haben ja auch noch hier die Eingangsbeleuchtung. Ja. Die können wir auch noch mal anmachen. Moment. Ja, die ist hier an.
Ja. Ah, die können wir auch dimmen. Ja, da kann man hier so, sehen Sie? Ja. Da kann man also so ein bisschen dimmen, also so ein bisschen romantisches Licht geht auch. Oder wenn Sie dann Lust haben und draußen dann sagen, ja, komm, wir dimmen nicht, was machen wir dann? Ja, was willst du machen? Kerze auf den Tisch. Was machen wir dann? Ja, Petroleumlampe oder so. Aber Kerze auf den Tisch ist natürlich auch schön, ist so traditionell, wissen Sie, verbrauche kein Strom. Nee. Am besten so eine Zitronella. Wenn Sie in Italien sind, haben Sie das direkt mit den Nücken draußen auch. Ja, also und dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau, Trittstufe elektrisch, ne, ist selbstverständlich. Und ja, kann man demonstrieren. So. Elektrisch. Aber die fährt auch rein, zum Beispiel, wenn Sie die Zündung anmachen. Ne? So, dass Sie es eigentlich gar nicht vergessen können. Ja, aber besser ist ja jetzt, wenn sie und draußen ist. Was wir wichtig erwähnen sollten, weil diese Frage kommt immer: Wir haben bei Megamobil keine Zuziehhilfe. Ja. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das ist so isoliert, gucken Sie mal die Türe, die geht wie von alleine. Die macht keinen Krach. Schnuck. Wissen Sie, und ist auch zu, ist wirklich zu. Ja, also ist jetzt zu. Nicht. Also ist, ich probiere auch mal. Ja, das ist einfach, ja, ohne Krach, ohne dass es rappelt. Ja, wunderbar. Das kommt auch deshalb, können wir vielleicht mal erwähnen, es ist ja nicht nur diese Premium-Isolierung, die wir praktisch sichtbar haben bei Megamobil, sondern wir haben ja auch unter den Verkleidungen, da steckt ja die Qualität, der große Unterschied zu den meisten Mitbewerbern, dass wir da eine geschlossenporige Isolierung haben. Das ist Material, welches nicht nur Kälte oder Wärme isoliert, sondern auch Geräuschdämmung ist. Geräuschdämmung, genau. Und das spürt man also nicht nur, wenn man die Türe schließt, sondern das merken Sie auch schon in dem Moment, wo Sie die ersten Kilometer mit Ihrem Megamobil, mit Ihrem neuen Megamobil fahren, wie komfortabel und geräuscharm dieses Fahrzeug über die Straßen gleitet. Ist also wirklich deutlicher Unterschied zum Wettbewerb. Sehr, sehr ruhig. Ja. Gucken wir mal weiter. Wir sehen jetzt hier in dem Moment hier mal ein Fenster, ein Seitenfenster. Und Fenster sind Optionen oder in Paketen enthalten. Und dieses seitliche Fenster ist, wenn Sie die Variante Premium wählen, nicht verbaut. Dafür sind dann in den Heckflügeltüren zwei Fenster verbaut, die im Basic, also ohne Paket, eben nicht mit im Umfang sind. Aber wenn Sie die Version Premium wählen, dann sind eben zwei Fenster in den Heckflügeltüren und die seitlichen Fenster, die können Sie dann als Option wählen. Und jetzt kommt's, wir haben ja nicht normale Fenster, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben Premium-Seits-Rahmenfenster, S4 nennen die sich. Und Sie, der Schneider, fühlt's mal, die liegen fast eben in der Karosserie. Und wir haben hier einen Fensterrahmen, den Sie praktisch vom Wohnzimmerfenster auch schon kennen. Dieser Rahmen nimmt die Doppelverglasung optimal auf. Einbruchsicher, geräuscharm und also total, also praktisch keine Windgeräusche und beste Isolierung eben. Alles mit Verdunklung und Fliegenschutz. Und das haben wir schon mal bei einem anderen Video erzählt. Megamobil wählt also ganz bewusst auch diese Art der Fenster, weil die sind etwas kantiger. Es gibt auch so abgerundete Fenster. Nennen der 7, glaube ich. Ne? Ja, aber die sind, sage ich mal, leider nicht so harmonisch mit dem Karosseriedesign im Einklang, weil wir ja hier mit dem Peugeot oder auch mit dem Fiat Ducato ein Karosseriedesign haben, welches aus Bella Italia kommt. Und Italien baut ja alles an Design auf der Architektur auf. Und da spielen gerade Kanten und gerade Linien immer eine sehr große Rolle. Und deswegen sind die hier optisch eben optimal geeignet für die Karosserie. Also das sind sehr viele Leute, also Kunden, die das nicht wissen, die denken immer, Peugeot kommt aus Frankreich. Ja, eigentlich Peugeot ja. Ja, Peugeot, aber der Peugeot hier in dem Fall wird praktisch in Süditalien gebaut. Also im Grunde schlägt da genau wie bei Ihnen das italienische Herz. Ja, ist aber so. Ja, ist so. Aber was man auch noch sagen muss, und ich glaube, dann sind wir auch bei den Fenstern, da muss der Schneider noch mal filmen, weil diese S4-Fenster haben eben noch den großen Vorteil, dass der Rahmen etwas breiter ausgeführt ist und dadurch auch eine noch bessere Karosserieabdichtung möglich ist, sodass also auch
mögliches Undichtwerden praktisch ausgeschlossen ist. Ja, jetzt stehen wir vor dem nächsten Ausstattungsmerkmal, was in der Premium beim Premium-Paket mit enthalten ist. Wir haben also hier drei Außensteckmöglichkeiten oder Befüllmöglichkeiten. Frischwasser ist immer mit dabei. Das ist bei allen Modellen. Auch beim Basic. Auch beim Basic. Und wir haben also hier bei Mega Launch einen 80 Liter Frischwassertank. Der wird hierdurch befüllt und ja, ist abschließbar. Das hier ist aber jetzt ein Bestandteil des Premium-Paketes. Sie haben also eine 12-Volt-Steckdose. Dann haben Sie eine 230-Volt-Steckdose. Sie können ein Antennensignal möglicherweise vom Campingplatz heraus einführen in diesen Bereich. Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Dachantenne auf dem Fahrzeug haben oder möglicherweise ein Streaming-Element im Fahrzeug verbaut ist, können Sie auch ein Antennensignal ausführen. Ne? Also das ist auch ein Premium-Paket. Und noch ein weiteres Merkmal vom Premium-Paket ist eben hier dieser Außenanschluss für Gas. Hierbei ist zu bedenken, dass das keine Möglichkeit ist, den Gas zu befüllen, sondern darüber wird Gas entnommen. Und da kann man zum Beispiel einen Gasgrill dran anschließen. Was kann man noch dran anschließen? Ja, Gaskocher. Gaskocher geht auch. Gaskocher, Gasgrill, Gaskocher, vielleicht einen Heizstrahler mal. 30 Millibar Betriebsdruck ist wichtig zu sagen, weil so Sachen, die sie im Baumarkt kaufen oder so, die haben 50 Millibar. Sachen, die sie bei uns kaufen, ne? Wir haben ja auch einen Shop hier in der Nordstraße 19. Speziell für diese Sachen, ne? 30 Millibar eben. Also gucken wir noch mal einmal, wie schön die Gassteckdose ist. Die kann natürlich auch von innen dann noch verriegelt werden, so dass sie auf einmal nicht jemanden haben, der da vor ihrem Auto steht und sich da an ihrem Gas abnimmt. Nee, brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Ja, jetzt so. Sind wir wieder hinten angekommen. Genau. Trotzdem, dass hier Peugeot steht, haben wir eben gelernt, Italien, da kommt im Grunde die Karosserie her. Deswegen die italienischen Farben, weil wir da ja auch traditionell sehr stark mit verbunden sind, mit Italien. Ja, wir mögen die Mentalität. Stimmt. Und was ist noch? Essen. Ja. Schuhe. Schuhe. Ja. Wein. Und Papa Büsken hat lange für italienischen Konzerne gearbeitet. Genau. Ja. Ist auch eine Tradition der Familie. Ja. Musik. Ja. Genau. Musik. Weil alle, es gibt ja, das ist einfach, ich der sag mal, Schneider liebt Ramazzotti. Ja. Nicht zum Trinken, den Eros, genau. Ja. Nicht Ramazzotti zum Trinken auch, aber da würde ich nicht von Liebe sprechen, aber Eros Ramazzotti habe ich wirklich gerne gehört. Also ich fand Eros gut, auch ohne Ramazzotti und ja. Auch also. Ramazzotti und Ramazzotti. Und Ramazzotti, ja. Okay, gucken wir mal weiter. Also hinten die Fenster sind beim Premium-Paket auch mit drin, da brauchen Sie sich nicht drum zu kümmern, einfach nur den Haken rüberschieben. Und dann machen wir mal die Türe auf. Und das ist also auch ganz wichtig, dass wir hier mal so ein bisschen ins Detail gehen. Ich lege die auch mal um hier an der Stelle. Moment, wo haben wir das Knöpfchen? Da ist er. Ja. So. So, dass wir also das auch sehen. Wir haben jetzt schon mal so einen ersten Blick in den Mega Launch, in diesen fantastischen Kastenwagen. Und hier haben wir die erste wesentliche Optimierung vom Modelljahr 2021 zum Modelljahr 2022. So, können wir besser sehen? Genau, weil wir hatten ja im letzten Jahr auf der Messe noch eine etwas andere Stauraumkonstruktion. Die ist jetzt im Wesentlichen stark modifiziert, sodass wir hier unten rein, da müssen wir ein bisschen in die Knie gehen, Herr Schneider, diesen ganz tollen Stauraum haben, der auch eine Beleuchtung hat, die wir hier sehen, die über diesen Schalter betätigt wird. Können Sie einmal auslassen? Dann kann ich lasse mal aus. Und dann haben wir die zweite Beleuchtung, die ist die, die dann normalerweise angeht, wenn Sie Heckflügeltüren aufmachen. Also das ist, denke ich, eine tolle Sache. Und was jetzt wirklich richtig, richtig, richtig super ist, hier kriegen Sie wirklich ganz unproblematisch einen Tisch rein, zwei Stühle rein. Die sind hier in diesem Set drin. Das ist eben praktisch optimal für dieses Fahrzeug geeignet. Auch zufällig bei uns zu erhalten, glaube ich. Ne? Ja, natürlich. Ja. Gibt es in zwei Varianten. Ja. Gepolstert. Nicht gepolstert, und Ohrlehne. Und ungepolstert. Ungepolstert, aber auch gut, weil können Sie nachts draußen stehen lassen. Einfach morgens mit einem Lappen abwischen.
Ja, und dann haben wir noch so ein paar verdeckte Bereiche, nämlich diesen Bereich hier. Brauche ich. Auch super. Hier können Sie schöne Auffahrkeile reinpacken. Hier kann man dann auch zum Beispiel einen Schlauch reinpacken oder andere Kleinutensilien. Und wir könnten mal eins machen. Ja, haben Sie Maßkabel? Nee, ne? Doch, hier. Moment. Der Musotto, der holt mal den Maß. Guck mal, der läuft richtig. So. Also, hier haben wir ein tolles Staufach. Der Herr Musotto holt mal eben ein Maßband. Und hier ist dann aber, geht weiter. Ne? Also, geht weiter. Hier haben wir dann wieder eine 230-Volt-Steckdose, eine 12-Volt-Steckdose. Über die 230-Volt-Steckdose haben Sie dann die Möglichkeit, zum Beispiel E-Bikes zu laden oder die 12-Volt-Steckdose für andere Dinge. Möglicherweise, ich sag mal, ein Handstaubsauger oder andere Dinge. Es gibt ja alle. Man findet immer was. Also Steckdosen kann man ja nie genug haben. Ja. Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass die 230-Volt-Steckdosen erstmal nur funktionieren, wenn sie auch eine Außenzustromung haben, wenn sie einen Wechselrichter haben möchten, um auch autark 230 Volt in Anspruch zu nehmen, geht das natürlich auch. Ja. Sie haben noch Maßband, Herr Musotto. Sollen wir messen? Ja. Fangen wir oben an. So, was sollen wir? Nee, hier, innen. Guck mal. So. Also, hier geht es hier um die Ecke. Wenn wir ganz in die Ecke gehen, also wenn Sie zum Beispiel sagen, Mensch, vielleicht könnte das auch ein Platz für einen Sonnenschirm sein. Das ist auch jetzt nicht reinfallen. Ja, warte, dann sage ich dir das. Das ist 1,27 Meter. Ja, gut. 1,27,5 Meter, da kriegt man Sonnenschirm rein, oder? Ja, auf jeden Fall. So, und wenn es dann jetzt ein breiteres, was breiteres ist, dann gehen wir bis hier zu der Stelle. Ja. Da haben wir dann 1,05,5 Meter. Ja, also nochmal nur 12 cm weniger. Nee, doch, nee. 1,27 war das? Nee, 20, 22 cm. Genau. So, und die Tiefe hier, die ist 32. Genau, 32. Und die Höhe, die ist 31. Also das ist schon ein ordentliches Staufach. Passt was rein. Da passt was rein. Und das hatten wir also beim letztjährigen Modell in der Form nicht. So. Was man aber vielleicht noch ergänzend auch hier sehr schön zeigen kann, was man nicht so gut sieht von innen. Wir haben also bei ganz vielen Türen und Scharnieren eben hier diese Blumenelemente, das sind wirklich Premium-Scharniere. Das ist so das Beste, was Sie kriegen können auf dem Markt. Das wird also auch bei hochwertigen Küchen verbaut. Und ja, Blumen ist also im Prinzip der Rolls-Royce unter den Türscharnieren. Man kann die auch einstellen, also kannst du verstellen. Alles. Ja, alles Mögliche. Ne? Ja. Ja, Soft-Close, gucken Sie, die haben dann Soft-Close. Ne? So. So, vielleicht wir reden jetzt hier über einen Kastenwagen. Ne? Ja. Wir reden jetzt nicht über irgendwie ein Möbelstück, was im Wohnzimmer stehen haben. Wir reden jetzt hier über ein Kastenwagen. Reisemobil als Kastenwagen. Genau. Und so, das aber nicht. Nein, ich bin auch noch was am Erzählen. Pass auf. Guck mal hier. Also, was jetzt noch zu berichten ist, wo Sie also auch die wirklich hervorragende Verarbeitungsqualität des Möbelbaus dann erkennen können, ist, dass die Türen nicht aufgesetzt sind, sondern dass die Türen und Klappen bündig mit den Möbelstücken verarbeitet sind. Ja, das ist natürlich viel, viel aufwendiger, wie wenn man einfach nur eine Klappe drüber macht. Nein, die sind also bei Megamobil flächenbündig integriert. Alle. Es gibt keine, die draufgesetzt sind. So, auch hier der Gaskasten. Und wir haben also jetzt hier beim Megalounge die Möglichkeit, eine 11 Kilo Gasflasche hier zu positionieren. Und Sie können natürlich auch eine Dieselheizung oder eine Diesel-Elektroheizung oder eine Gas-Elektroheizung haben. Wir können Ihnen aber auch an der Stelle eine befüllbare Gasflasche einbauen, sodass Sie also vollkommen unabhängig von irgendwelchen Tauschsystemen sind und Sie europaweit Gas einfach an der Autobahn-LPG-Tankstelle tanken. Ja, Flüssiggas. Ja, ist flüssig. So, Herr Musotto. So, jetzt zu der Dieselleistung, aber zurzeit müssen wir sagen, könnte sich die Lieferzeit ein bisschen verzögern. Ja, also die Nachfrage bei den Reisemobilen ist ja extrem. Die Halbleiter sind nicht da. Ja, die Halbleiter, die Chinesen. Haben Sie gestern gehört? Nee, was? VW hat Kurzarbeit angemeldet, weil die keine Halbleiter haben. Ja, unglaublich. Oder stellen Sie sich mal vor, die ganze Nation hängt nur, weil wir aus China keine Halbleiter haben.
Ja, ich bin dafür, dass wir Halbleiter bauen im nächsten Jahr. Hier ein Schwelm, machen wir hier ein Schwelm. So, gucken wir mal gerade, wie breit das hier ist. So, das ist nämlich hier. Halt mal fest. So. Messen. Also, wir sind bei 1,27 Meter. Ist wie oben. Ist wie oben. Ja, so. Gut, dann schau an. Ich hab wieder was gelernt. So. Normal ist das ja unten immer. Aber da sieht man mal, dass ihr genau messt. Ja, wir messen genau. Ja. So, und das Möbelstück ist 73 cm tief, aber die Türe geht ja bis hier vorne. Also, wenn sie irgendwas haben, was zum Beispiel 80, 81 oder 82 cm wäre, geht auch. Ja. So, jetzt die Höhe. Die Höhe unseres 40. 40 cm, Herr Musotto. Ja. So. Jetzt, Christian, du bist gut im Rechnen. Wie viele Liter sind das? Boah, aber genau. Ja. Aber was vielleicht noch zu erwähnen ist, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind ja hier bei einem Premium-Kastenwagen und Sie haben es vielleicht schon gemerkt, als wir die Türen geöffnet haben, mit welcher liebevollen Detailarbeit hier Megamobil Ihr neues Reisemobil ausstattet. Und Herr Schneider, lohnt sich wirklich mal auch hier mal einmal die Konturen abzufilmen, wie perfekt also jetzt hier auch zum Beispiel die Fenster mit diesem hochwertigen Premium-Bezugsmaterial eingefasst sind. Ne? Also wirklich schön mit der Naht hier, ganz toll gemacht. An dieser Stelle zu erwähnen, ist, zeige ich hier mal Christian. Also, viele Kunden fragen mich zum Beispiel beim Kastenwagen oder so, wenn du jetzt eine Birne wechseln willst oder hier die Kennzeichenbeleuchtung, kommst du nicht mehr dran. Mhm. So, hier haben wir wie Revisionsschächte, die du abmachen kannst und eben dran kommst. Ja. Genauso wie hier. Ja, auch. Film mal hier. So. Hier kann man auffüllen, hier ist das genauso. Da, guck mal, auf der anderen Seite. Ja. So. An der Stelle. Dann hast du, das ist sehr, sehr viel wert. Ja, hier, ne? Da, so. Weil dann brauchst du nicht die ganzen Möbel rauszuschrauben oder sonst was. Aber vielleicht, Herr Musotto, ne, das wissen auch die wenigsten, es gibt europäische Nachbarländer, die haben in ihrer Straßenverkehrsordnung festgeschrieben, dass sie Ersatzbeleuchtungsmittel mitführen müssen. Ja. Und zwei Verbandskasten. Genau. Und zwei Wanddreiecke. So, und das wäre dann eben auch ein Punkt, dass Sie eben dran denken, wenn Sie zum Beispiel, ich glaube, Italien, Frankreich, da müssen Sie Birnen mitnehmen. Ja. Also Ersatzbirnen. Unglaublich. Wenn auch Sie wenn du den nicht wechseln kannst. Auch wenn du musst sie dabei haben. Musst du dabei haben. Aber hier könnte man sogar selber wechseln. Also wie gesagt, und zwei Wanddreiecke, die geben wir ja immer, haben wir ja beim Starterkitter. Genau. So weit kriegen Sie am Bau. Haben wir denn jetzt hier von dem Stauraum noch irgendwas vergessen? Nee. Jetzt gucken wir mal hier oben. Also, wenn wir schon draußen sind, das müssen wir heute. Ja, das können wir auch noch erwähnen. Also, was jetzt auch interessant ist, ist, wir haben ja hier, da können Sie mal so einen Grinser drauf, hier eine Vielzahl von Oberschränken und Stauraummöglichkeiten. Und der Mega Lounge, der lebt ja davon, dass Sie das Bett absenken können, um dann eine riesige Liegefläche zu haben. Tagsüber ist aber das Bett natürlich oben, so wie wir es jetzt sehen. Und wir haben ja hier bei Mega Lounge einen Querschrank, der hier hinten über den Heckflügeltüren serienmäßig ist. Und wenn das Bett oben ist, kommen Sie an die Öffnungsklappe für diesen Stauraum von innen nicht dran. Damit Sie diesen Bereich aber doch optimal nutzen können, haben wir bei Megamobil auch hier einen Außenzugang zu diesem Stauraum, so dass er also auch, der Schneider geht mal gerade auf die Stoßstange, dann kommt man da gut dran, so dass Sie da auch so sehr, sehr gut drankommen. Ja, und das ist also im Grunde genommen ein optimaler Bereich, um zum Beispiel Pullover oder Hosen oder solche Sachen runterzubringen. Ja? Vorsicht, soll ich dich festhalten? Guck mal, wie? Hast du gesehen, wie graziös? Ja, das ist ja wirklich fantastisch. Ja. Fantastisch. No, nächstes Mal filmen wir mal mit dem Telefon. So, jetzt machen wir das wieder zu hier. Das hat auch die Premium-Scharniere vom Blumen, ne? Auch mit Zopfklos. So. Der Herr Musotto hat gerade noch was erwähnt und da trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen und zwar die Detailverarbeitung bei Megamobil. Überall die Schippe mehr wie beim Wettbewerb.
ist zum Beispiel auch der versetzte Türgriff, Öffnungsgriff, der normalerweise an dieser Position sitzt. Den hat unsere technische Abteilung bei Megamobil in Slowenien nach oben versetzt mit einer entsprechenden Umlenkfunktion, so dass Sie die hintere Türe auch öffnen können, wenn Sie im Fahrzeug sind, weil Sie sehen schon hier aufgrund der Achse des Bettes, dass der Türgriff, der normalerweise hier sitzt, verdeckt wäre. Es gibt Wettbewerber, die schneiden dann aus der Matratze hier so ein Loch rein, um an den Tisch... Oder gar nichts. Oder gar nichts, geht auch. Ja. Ne? Aber ist auch im Grunde nicht ganz so schlimm, wenn Sie ein Heckfenster haben, können Sie rausgreifen und von außen öffnen. Aber das ist natürlich jetzt hier eben die Premium-Lösung. Ist, Aufwand, ne? Ist die Premium-Lösung, ja. Ne? Kann man nicht anders sagen. Gut, dann mache ich jetzt mal die Tür zu, würde ich sagen. Oder Sie? Können wir das mal wieder reinnehmen, der Koffer, Tisch und Stuhlset. Da ist natürlich jetzt Pappe drin, ne? So, und dann machen wir das mal. Schön, oder? Auch so, ne, Herr Rosotto. Ne? Also ich finde jetzt zum Beispiel, wenn Sie im Lounge-Bereich hinten sitzen, die Heckflügeltüre aufmachen, um dann wirklich das Panorama zu genießen, dann ist das also auch alles hier ein sauberes Erscheinungsbild. Ja, und vor allen Dingen ist es schön aufgeräumt. Ja. So. So, jetzt. Hier, du hörst nichts, wenn du die Tür zumachst. Also nichts, wenn jetzt Gott. Ja, guck mal. Ja. Mir beschlagen, immer sofort die Ohren, wenn ich drin bin. Okay, also ich würde sagen, also das stimmt, da haben Sie recht. Ja, wenn Sie eine Markise wählen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier von Megamobil TV, die ist dann als Seitenwandmarkise hier bei unserem Mega Lounge montiert, also nicht als Dachmarkise, sondern als Kamerasage. Ja. Aber Seitenwand ist natürlich ein bisschen dynamischer. Ja. Ich finde es schön. So, jetzt gucken wir mal hier. Der eine so, der andere so. Ja, ist immer unterschiedlich. Ja, genau. So, dann schauen wir uns das jetzt hier mal innen drin an. Und ich würde sagen, wir setzen uns jetzt mal, Herr Musotto. Ja, schön. Und dann gucken wir. In der bequemen Wagen. So, genau. Warte, dann tun wir zurück, weil das ist schöner. So. Dann geht nach vorne. So, jetzt erstmal schon mal gucken Sie mal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie bequem wir hier, also auch zu zweit, kann man hin und her schieben, genau. Sich setzen kann und, also hier, so. Ja. So, ja. So. Immer wieder schön, oder? Ja. Ja. Also wir haben jetzt hier tatsächlich, ist der Mega Lounge ist ja das erste Fahrzeug mit dieser konsequenten Rundsitzgruppe. Und ja, man merkt es schon, wenn man ins Fahrzeug reinkommt, das ist wirklich eine Wohnzimmeratmosphäre, die wir hier haben. Ich habe Lust wegzufahren. Die kriegt man dann, ne? Die kriegt man. Genau. Und ja, wir haben also jetzt hier die Möglichkeit, auch dieses Polster zum Beispiel hier verschwinden zu lassen. Hier ist ein großer Stauraum, da können wir mal reinfilmen. So. Und sehen Sie, der geht über die gesamte Polster. Ja, hier, auf der Seite. So, und ich lege jetzt hier mal das Polster ein. Und was ja jetzt eben noch so ein bisschen hier in dem hinteren Bereich positioniert war, können Sie weglassen. Für die Leute, die jetzt so ein bisschen kleiner sind, wie wir zwei. Ja. Also wir empfinden das Sitzen ohne dieses Polster als etwas angenehmer. Das brauchen Sie auch nur, wenn Sie das Bett runterlassen, genau. Damit du eine Breite hast. Ja. Aber sonst so am Tag brauchst du das nicht unbedingt. Nee. Aber was Sie am Tag hier nämlich schön mitmachen können, ist, man kann ja was abstellen. Ja, wenn du das drauf hast. Zum Beispiel ein Glas Wein. Aber guck mal, wie schön der weg ist, ne? Ohne dass der stört. Genau, aber man kann alles Mögliche drauf ablegen und ist eine tolle Sache, finde ich. Aber mit zwei Personen hast du ja hier riesen Platz. Ja. So geht auch. Ja. Ne, also ich würde jetzt mal sagen, theoretisch kann man hier auch mit noch mehr Leuten sitzen. Ja, ja, aber dann musst du die schon von draußen holen, oder? Ja, und du musst sie von draußen holen. Genau, weil es sind ja nur zwei Gurtsitzplätze. Es ist zwei Plätze, genau. Zwei Gurtsitzplätze, ja, Upsala. Ja. Genau, muss man, kann man hier vorne aktiv so, festmachen. Tisch fest. Ja, also das ist natürlich ein Highlight hier, diese Sitzmöglichkeit. Also hier können Sie auch mal Freunde einladen, hier können Sie wirklich ganz bequem sitzen. Wenn denn die Lehre wird, hast du hier eine USB-Steckdose, eine Doppel-USB. Genau. Aber jetzt wollen wir noch mal ein bisschen auf die Details eingehen, weil diese fantastische Rundsitz, kann man ja die Kissen noch mal ganz dekorativ hier, die Megamobil-Schriftzug, die sind auch mit dabei.
Da gucken wir uns jetzt mal an, weil wir haben nämlich jetzt hier im oberen Bereich, wie Sie sehen, erste Stauräume. Ich mache mal einen auf, so, um hier eben Utensilien unterbringen zu können. Und wir hatten im Modelljahr 2021 waren die noch offen, aber da ist die erste Optimierung wieder neben dem Stauraumbereich, dass sie jetzt zu schließen sind und dadurch hier der Bereich eben noch besser zu nutzen ist. Ich kann mal gerade ein bisschen messen hier. Wir haben also eine Tiefe, Moment, Maßband, eine Tiefe von rund 14 cm bei einer nutzbaren Breite von 54, ich messe hier mal, ob das gleich ist, 54 und dann haben wir hier auf der Seite ein bisschen mehr sogar. Hier haben wir nämlich 60 und hier auch. Also die sind ein bisschen größer, weil Sie sehen es schon hier, haben wir einen kleinen Abstand zwischen dem Oberschrank und dem Raumteiler, weil wenn Sie jetzt hier runter gucken, ist da unten dann die USB-Steckdose, weil die Oberschränke nachher ganz nach unten fahren, damit das Handy nicht eingeklemmt wird, können Sie es da eben abrichten, hier so ablegen. So, den eben schon von draußen erwähnten hinteren Querschrank, der befindet sich hier hinter, den schauen wir uns gleich an. Der ist jetzt ja nicht zugänglich, weil wir das Bett, oben haben. Ne? So, dann brauchen wir gleich noch den Schlüssel oder haben Sie ihn mit? Nee, aber können wir holen. Kann man gleich holen. Oder ich drück von hinten. So, dann haben wir hier Beleuchtung, zwei Stück. Einmal eine vordere und eine hintere. Und je nach Bedarf. Ja, auch. Und die sind per Touch. Ja, und schön ist das hier. Wenn du jetzt nachts so ein bisschen Licht willst, lässt du das aus. Das kleine nur. Ja. Ne? Genau, und dann haben sie natürlich hier in dem Bereich. Machen Sie mal das da aus. Moment. So. So. Dann hast du hier nämlich immer so ein, klein bisschen. So ein bisschen Licht noch. Ja. Ne? Genau. Ansonsten, Herr Schneider, hier vielleicht einmal hinfilmen. Hier ist der Lichtschalter dann. Ne? Da, doppelte USB-Steckdose, 230 Volt Steckdose wieder. Und hier noch ein Ablagebereich auch für Mobiltelefon. Das gleiche drüben auf der Seite. Hier kannst du vielleicht das nehmen. Fahrzeug hat also da auch eine Wechselschaltung. Das heißt, guck mal, da vorne ist auch der Lichtschalter, Herr Mosotto. Also, das ist hier für die Seite. Ja. Da ja, wie macht man das denn aus? Ach, da vorne. Okay. Gut, also der ist doch keine Wechselschaltung. Das ist also hier für den Bereich. So, diese Lampe hier, die können wir dann hier ausschalten. Hier ist nochmal eine 12-Volt-Steckdose. Und hier haben wir auch noch eine 230-Volt-Steckdose. Und wenn Sie sich mal partiell hier vielleicht sagen, komm, wir wollen hier mal irgendwie noch ein Fernsehen hinstellen, geht dann auch. Da ist sogar noch ein TV-Anschluss mit dabei. So, dann ja, schauen wir uns mal die weiteren Schränke an. Ist, weil das Bett runter. Ja, genau. Ja gut, das kann man natürlich dann da nicht stehen lassen. Ne? So, jetzt... Fernseh kommt da oben. Ja, da gucken wir uns gleich an. So, jetzt wollten wir Ihnen aber noch mehr zeigen. Nämlich die weiteren Schränke. Bleiben Sie mal sitzen, sonst schön. Ja? So, ich wollte den Schlüssel holen. Achso, ja, dann holen Sie den Schlüssel jetzt. Also den brauchen wir ja gleich. Den brauchen wir. Okay. Also, jetzt hatten wir schon gesagt, hier in dem oberen Bereich kann man kleine Utensilien unterbringen. Und dann kommt natürlich die berechtigte Frage auf, wo kommt denn der Rest hin? Ja, da haben wir Lösungen für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nämlich hier in dem Bereich haben wir einen Schrank, der ist optimal geeignet für T-Shirts oder solche Utensilien. Die können Sie hier stapeln. Und damit es auch keinen Ärger gibt, gibt es natürlich einen Parallelschrank auf der anderen Seite. Das wäre dann dieser hier. Ja, hier liegt noch was drin, aber das wäre dann der Alternative. Oder zweite Schrank, also können Sie sich ganz, ganz gerecht, können Sie aufteilen, einmal links und einmal rechts für T-Shirts und solche Sachen. So, dann haben wir hier noch einen weiteren Schrank. Hier sind herausnehmbare Einlegeböden drin. Man kann also diesen Schrank auch umfunktionieren. Dann gucken Sie mal gerade hier. Dann kommt dann hier nämlich eine Kleiderstange rein. Die kommt dann hier so quer. Und dann können Sie dann genau den Schrank in vollem Umfang bis nach unten auch als Kleiderschrank zum Aufhängen nutzen. Sehr schön. Bei dem Megalounge, den wir jetzt hier stehen haben, haben wir den großen Kühlschrank mit 140 Liter, den Vitrifrigo Slim Tower.
mit gewaltigem Eisfach, können Sie alles Mögliche reintun in so ein Eisfach. Ne? Also wenn Sie jetzt eine längere Tour haben, können Sie was drin einfrieren. Also zum Beispiel Fleisch, Würstchen oder Reibekuchen. Ne? Wenn Sie draußen vielleicht mal ein paar Reibekuchen machen wollen, ist auch lecker. Fisch geht auch. Fischstäbchen. Ne? Und auch eine Flasche Ramazzotti da reinlegen, ne? Dass die schön kalt ist. Genau, ja. Eisstücke dazu, oder? Und dann draußen auf der Sektbar. Aperol Spritz. Ja, also so eine Eisfahrt ist schon super und je größer, desto besser. Hunger und Durst. Hunger und Durst, ja. Wobei Reibekuchen ja eher traditionell, glaube ich, deutsch sind. Ne? Ja, deutsch. Macht das aber. Ja, sie, ne? Also, in Köln gibt es das. Ja, Briefkoche. Hatte ich gerade, als ich Brötchen geholt habe. Haben Sie wieder gerochen? Aber hören Sie mal, stellen Sie sich mal vor, liebe Zuschauer und Zuschauer, ich habe das schon mal erzählt. Sie haben jetzt hier draußen, Sie sind auf dem Campingplatz, ne? Und dann haben Sie dieses Kochfeld, ne? Was Sie draußen an dem Gasgrill anschließen. Und dann machen Sie draußen auf dem Campingplatz frische Reibekuchen. Was meinen Sie, jeder, der an Ihrem Megamobil vorbeigeht? Ja, der denkt, Menschenskinder, jetzt so ein Reibekuchen, oh, das wäre doch schön. Ja, ich mache gerne Reibekuchen. Hier im unteren Bereich haben wir dann noch einen Auszug. Der ist also im Prinzip mit dem Kühlschrank komplett verbunden. Und hier können Sie 1,5 Liter Flaschen Getränke prima drin unterbringen. Ja, oder natürlich auch andere Sachen drin lagern. Ne? Also auch theoretisch Lebensmittel oder Gemüse oder so, wenn Sie vegetarisch sind. Ne? Kann man ja auch Gemüse mitnehmen. Weil wir haben hier einen Kompressorkühlschrank. Genau. Und der Kompressorkühlschrank, hier ist noch eine schicke Unterteilung. Der Kompressorkühlschrank hat natürlich die besten Kühleigenschaften auch während der Fahrt. Ne? Wir haben also nicht nur tolle Isolierung, sondern auch tolle Kühlung. Okay, dann haben wir den Kühlschrank gesehen, den Kleiderschrank gesehen, den T-Shirt-Schrank gesehen. Und jetzt bitte ich den Herrn Schneider mal darüber zu gehen. Genau. Wunderbar. Und wir haben jetzt auch, das ist auch eine neue Konstruktion, das war schon unser Wunsch zum letzten Modell, jetzt ist es umgesetzt worden, dass der Kühlschrank, das Fernsehgerät eben hier halb verdeckt eingeschoben werden kann. Bei der ersten Serie war das Fernsehgerät hier an der Stelle positioniert. Jetzt ist es praktisch hier mit dem entsprechenden Auszug, können Sie das Gerät dann mitten in den Raum stellen und dann abwinkeln, um dann wirklich aus der Lounge heraus auch mal, ich sag mal, einen Tatort zu gucken oder wenn Sie vielleicht mal einen Sport oder was sehen wollen auch. Ja, und du kommst sogar vorbei. Genau. Und Sie kommen sogar drunter her. Ja, früher war das ja hier, dann musstest du da drehen. Ja. Ja. So. Und wenn du hier was gemacht hast, hast du den hier. Ja, genau, aber so ist viel besser. Also das war ist auch eine der Optimierungen. Und die nächste Aber unsere Idee, da müssen wir ja. Ja, das ist ja grundsätzlich, waren wir ja in Slowenien oder der Herr Musotto und ich haben ja gezeichnet und ich bin ja letztes Jahr in Slowenien gewesen und wir haben die erste Serie gemeinsam da auf die Beine gestellt und das ist eben so ein bisschen unser Baby hier. Und bei uns kaufen Sie das Original. Okay. Was auch noch zu erwähnen ist, ist vielleicht hier unten, kriegen Sie das drauf, Herr Schneider. Dieser Bereich, das ist die Trittstufe zum erleichterten Einstieg ins Bett. Das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Und hier haben wir dann einen weiteren Stauraum, wo Sie zum Beispiel Pantoffeln oder irgendwie sowas drin unterbringen können. Auch Softclothes, gucken Sie mal hier. Ich glaube, das gibt es wirklich nur bei Megamobil, oder? Ja, selbst der Fußschritt, ne? Der Tritt für die Füße, der genau, ist Luxus. So. Ja. Dann haben wir auch, das ist jetzt auch ein neues Modell, ja, ein Apothekerschrank hier zum Ausziehen. Das ist natürlich super in zwei Ebenen, ne? Ich nehme mal eben noch Maßband, dann messen wir noch mal wacker. Hier unten ist extra so konstruiert, dass Sie auch mal eine Flasche reinstellen können. Und wir messen. Wir haben also eine Innenhöhe von ungefähr 33 cm, würde ich sagen, damit übertreiben wir nicht. 33 cm. Und eine Tiefe der Schubladen, die sind ja gleich, von 38 cm bei einer Innenbreite von 34 cm. Hier im oberen Bereich können Sie Gegenstände unterbringen, die rund 20 cm hoch sind. Und ja, also schön. Ja? Das neu. Auch Softclothes. Hier, guck. Gehen wir nochmal. Einmal so. Zack.
Ohne Krach. Ohne Krach. Hier ist dann der offene Ablagebereich und ich glaube jetzt, ich weiß gar nicht, ob es mal den Seitenwechsel macht. Ja, genau. Seitenwechsel. Kann man alles im Griff. So. Seitenwechsel, genau. Muss ich mal eben langsam vorsichtig nach links schwenken. Einmal nochmal ein Panorama rundherum. Ja, zack. So. So, und dann sind wir jetzt hier wieder bei unserem Designraumteiler. Und hier ist dann auch noch ein offener Ablagebereich für Utensilien, die eben frei zugänglich sein sollen. Hier im oberen Bereich haben wir noch einen weiteren Schrank, den Sie für Küchenutensilien nutzen können. Zum Beispiel eine Pfanne oder auch mal einen Topf oder eine Schüssel, Nudelsieb, solche Sachen. Da gibt es ja übrigens jetzt auch entsprechende sehr, sehr hochwertige Haushaltsutensilien, die man so zusammenfalten kann. Das ist eine Kombination aus Edelstahl und so einem speziellen Material, welches eben sich falten lässt. Und weniger Platz einnehmen. Weniger Platz einnehmen. Haben wir die zufällig bei uns im Shop? Zufällig haben wir die auch im Shop, genau. So, und dann haben wir noch hier eine weitere Ablage, Herr Musotto, die ist auch schön, ne? Ja. Taschentücher zum Beispiel oder sowas, ne? Kann man hier ablegen, auch nochmal ein Handy oder andere Dinge. Hier haben wir noch ein Gewürzregal. Das ist auch neu. Das ist auch neu, ganz genau. Und hier im oberen Bereich dann noch der Oberschrank für die Küche. Wo eben entsprechend auch noch mal unterteilt, ne? Unterteilt, genau, auch noch mal für schöne Utensilien. Und selbst das hier ist mit einer Profilleiste. Mit der Profilleiste, sehr selbst schön. Drinnen, ne? Ja, genau. Und auch hier oben, ne, ist auch noch mal eine Isolierung, ne? Also hier so eine verdeckte, ne? Haben Sie da drauf? Guck, ich stopp mal an hier, in den Schränken. So unglaublich, oder? Hier Alcantara im Schrank? Ja, das ist so ein ähnliches wie Alcantara, ne? Das ist so Mikrofaserzeug, ne? Nee, schön. Hat was. Ja, und das ist jetzt auch neu beim Modelljahr 2022, ist also hier oben diese schöne, ja, wie soll, dieses Designfach. Herr Schneider, könnte man so bezeichnen, oder? Ist doch ein Hammer, oder? Guck mal hier, mit der Platte hier so, kann man schön aufmachen. Ja, und dann... Die Beleuchtung, hoffentlich blendet das jetzt. Beleuchtung, so. Meinst du? Ich mach mal aus. Mhm. So ist ohne Beleuchtung. Ja. Und mit Beleuchtung. Ja, und hier haben Sie also die Möglichkeit, also ein schönes Glas reinzustellen. Weinglas zum Beispiel oder ein Wasserglas. Aperitif. Sowas, ne? Wie viel Fläche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich denke, da kann man für jede Gelegenheit was unterbringen, oder? Ja. Und das für ein Reisen. Was trinken Sie eigentlich am liebsten? Boah. Jetzt noch mal, sagen Sie mal. Ich gebe wenig, weil ich nicht trinke. Kann man mal so sagen. Ah ja. Okay. Also, ja gut, trockene Sachen trinke ich nicht so gerne. Trocken. Ich bin eher der Süße. Ja, also so ein Weißwein trocken ist nicht so ihres. Bräuchte ich nicht. Süß, ja. Süß, da bin ich dann schon mal, da fange ich auch später mal an zu singen. Aber so trocken, nee, da habe ich mir Magen immer so. Ja, okay, das muss man ja auch vertragen. Ja. Ansonsten Bierchen. Bierchen trinke ich auch sehr gerne. Morgen. Ich mag auch gerne so ein Kellerbier. So was, ein bisschen was Trüberes. Ja, wo ich nicht so ein Freund von bin, ist Wasser. Wasser. Ah ja, genau. Da hören Sie mal, wenn wir hier mittags was essen und der Herr Schneider sich mal zu essen bestellt, ich trinke ja gerne Wasser. Ne? Schönes, frisches Glas Wasser ist ja immer schön. Ja. Also, dann aus Solidarität denke ich, dann komm, jetzt schenkt man dem Schneider auch was ein und dann kriegt er auch ein Glas Wasser. Ne? Und wer trinkt das nachher? Der Herr. Ja, ne? Aber ich trockne aus. Das ist ja, meine Frau sagt, du siehst schon wieder so ausgetrocknet aus. Ich trinke wirklich wenig. Ja, ich habe eben gesagt, Herr Schneider, kommen Sie jetzt, ne? Jetzt nehme ich mal die Kamera. Ne? Und dann, nee, ich muss erst mal trinken. Ne? Ich sagte, das war's. Nein! Okay. Geht aber weiter, weil wir haben ja gesagt, es hat sich einiges verändert beim neuen Modell, ja. Und unter anderem auch hier dieser Stauraum hier oben. Das ist ja ein gewaltiges Fach. Dieser Raum ist ja ideal geeignet, zum Beispiel für Jacken, für Pullover oder für größere Handtücher oder so. Und ich habe ja auch das Maßband, das hole ich jetzt gleich mal raus. Und wir machen mal auf und ich nehme mal Maß. Das ist also wirklich unglaublich, weil wir sind also hier rund bei 40 cm Höhe. Haben Sie das? Da ist der Beweis. Und die Breite geht natürlich über das komplette Ding. So, ich gehe mal da rein. Ja. So. Wenn die Tür zufällt, wir kommen halt sie holen. So, wenn ich da reinfalle. Das sind ja Blumenscharniere. Ja, genau. Ein Meter, über 1,30 Meter breit. Und tief haben wir 53 cm.
Das ist schon ordentlich. Ne? Also da können sie wirklich alles drin unterbringen, was sie jetzt, wo sie vielleicht bis jetzt gedacht haben, ja, wo tue ich das und das denn hin? Da wissen sie, da tun sie das. Also wir haben jetzt, lass mal zählen, wir haben hier einen Schrank für Kleidung. Dann haben wir hier einen T-Shirt-Schrank, 2, 3. Dann haben wir hier den Kleiderschrank, das ist der 4. Schrank. Dann haben wir jeweils oben 2 Schränke, also wir waren jetzt bei 4, 5, 6, 7, 8. Wir sind jetzt bei 8 Schränken, die theoretisch, ja, da kommen ja, Töpfe rein. Ich meine jetzt nur für Kleidung. Den? Ja, den haben wir schon. Also 8. So, 8 Schränke in dem ersten Step. Und ich darf Ihnen versprechen, das war es noch nicht. Da kommen noch welche dazu, die gucken wir uns gleich noch an. Und ich denke, ja, jetzt die ganzen Schubladen haben wir ja noch nicht. Genau, Küchenblock haben wir ja auch noch nicht. Den gucken wir uns jetzt nämlich an. Weil wir haben ja hier ein ganz tolles Kochfeld, welches tiefgezogen ist. Das ist bei Megamobil auch das Serienkochfeld. Und es ist eben so, dass das so gemacht ist, dass wenn mal irgendwas überlaufen sollte, dass das dann direkt auch ablaufen kann hier im Spülbecken. Schön zum Reinigen. Und zum Reinigen sehr angenehm. Ne? Kann man einfach hier die Dinger rausziehen, zack, und dann können Sie hier reinigen. Also sehr schön gemacht. Also hier der Bereich ist für 22 cm Topf und der Bereich ist für 16. Also müsste das eigentlich umgekehrt sein. Größerer Topf, größeres Gitter. Das hat Domenik gemacht. Das haben die gemacht. So. Sollten Sie mal eine Frage haben, kein Problem, rufen Sie an. Ja, hier unten dann geht es weiter mit den Schubladen, auch in Premium-Küchenqualität, auch mit Softclose und Vollauszug natürlich. Ja. Alle 5 Schubladen und hier der Bereich ist ja auch der Bereich, der von außen zugänglich ist, also hier unten für kleinere Sachen. Wollen Sie mal außen aufmachen, nochmal Herr Mosotto, und dann gucken Sie mal da rein. Ja, ja, gucken Sie mal. Komm, sag mal hallo. Hallo Christian. Hallo zusammen. Ja, also das ist dann der Bereich und dann haben wir dann natürlich noch hier ein Fach für möglicherweise Geräte wie zum Beispiel Messer, Gabel und solche Küchenutensilien geben. Ne? Auch Softclose, besser geht's nicht. Ja, toller Küchenblock, Gewürzregal haben wir schon drüber gesprochen. Und ja, jetzt hatten wir eben ja hier auch schon mal kurz gesessen. Und da wollte ich ja noch mal was zu sagen, weil das ist nämlich wirklich eine coole Sache hier mit dem drehbaren Beifahrersitz. Nämlich, jetzt stellen Sie sich die Situation vor, wir haben hinten das Bett unten, das gucken wir uns ja gleich noch an. Und einer von Ihnen beiden möchte dann eben schon mal morgens aufstehen oder abends vielleicht auch ein bisschen länger sitzen bleiben. Und dafür haben wir nämlich hier extra praktisch diesen Sitz auch drehbar gemacht und können dafür diese wunderbare Ablage hier nutzen von der Küche. Schauen Sie mal. Die fahren sie hier raus. Es ist also wirklich noch nicht mal eine Armlänge hier von meinem Körper entfernt, wo man ganz bequem mal eine Tasse drauf abstellen kann oder irgendwelche anderen Dinge. Hier können Sie schon mal ganz entspannt ein Buch lesen oder in die Zeitung gucken, während Ihre Partnerin oder Ihr Partner vielleicht noch hinten einfach noch so ein bisschen dem Schlaf des Gerechten oder der Gerechten nachkommt. Damit Sie alles gut sehen, haben Sie auch eine Lampe. Die können Sie hier einschalten. Ah ne, das ist die. Moment, hier. So, ne, das wäre dann auch noch eine entsprechende Leselampe. Und das ist jetzt auch neu, dass wir diesen Bereich beleuchtet haben. Da haben Sie auch noch mal die Möglichkeit, eine Jacke oder ähnliche Dinge aufzuhängen. Und wenn wir jetzt hier mal runterfilmen, sehen Sie auch im hinteren Bereich der Seite, dass alles in Premium-Bezugsstoff verkleidet ist. Und wenn wir bis nach ganz unten filmen, erwartet uns direkt auch die nächste Überraschung, nämlich der nächste Stauraum in 15 mm Pappelsperrholz, 9-fach verleimt mit CPL kratzfester Oberflächenbeschichtung. Ne, also das ist jetzt auch wieder eins der besten Holzmaterialien, die im Kastenwagenbau verwendet werden können. Ja, und jetzt haben wir natürlich das absolute, was jetzt kommt. Das ist bei jedem Megamobil das Highlight schlechthin, nämlich unser Premium-Badezimmer. Und da machen wir jetzt mal eins. Da würde ich jetzt mal die Kamera von dem Herrn Schneider übernehmen, um Ihnen das dann mal ganz toll zeigen zu können hier. So, jetzt gucken wir mal.
Ja, da sehen Sie jetzt auch mal den Herr Schneider, da ist er, ne? Da ist er, der Schneider, sehr schön. Kameramann, Schneider. Kamera. Ja, früher, kennen Sie noch mich als Schanze, Kamerakind. Ja, da war Kamera, immer so, ja, da immer so ein genau, grüner ja. Rahmen, machen wir demnächst auch. Aber guck mal, ja, immer Schneider kriegt Kamera einen grünen Rahmen. Schneider, ja. Ja, genau, da haben wir den Herrn Musotto, ne? Der steht jetzt hier vor dem Mega Family, auch ein interessantes Fahrzeug, was wir noch anbieten können. Ja, also, Badezimmer, um jetzt nicht aus dem... Konzept zu kommen. Also wir haben jetzt hier in dem Bereich einen tollen Oberschrank. Ne? Ich mache den mal auf. Also ich habe jetzt die Kamera in der Hand. Sehen Sie, da bin ich. So, ist gut so. So, einen tollen Oberschrank. Hier können Sie also wunderbar Ihre Hygieneartikel drin unterbringen. Da ist ordentlich Platz. Also 20, 40, über 40 cm breit und 20, 40, fast über 40 cm hoch. Also ordentlich Platz. Tiefe auch nochmal 20 cm. Also das können wir schnell ausrechnen. Da passt ordentlich was rein. Da können Sie also auch Ihre Hygieneartikel prima drin unterbringen. Dann haben wir, weil wir ja hier, das kommt gleich das Highlight, mit der Acrylglas-Premium-Türe den Duschbereich vom Waschbereich abtrennen können. Können wir also hier auch die 230 Volt Steckdose platzieren. Und hier ist dann der Lichtschalter für den Badezimmerbereich. Ja, Klöschen haben wir hier unten. Ich übergebe jetzt nochmal an den Herrn Musotto gerade. Ich setze mich mal da drauf. Na, tun Sie mal. So, haben Sie? Ja. So. Jetzt setze ich mich mal auf das Klöschen. Achtung! Aber ich muss nichts drücken, ne? Nee, Sie müssen jetzt mal filmen, wie ich auf dem Klo sitze. Ich meine nur, es steht Aufnahme. Ja, ist das gleich nichts aufgenommen. Ja, also gucken Sie mal, liebe Zuschauer. So, Moment, ich gehe jetzt mal von oben. Genau, wie schön ich hier sitze. Ich habe also jetzt auch hier im Fußraum ordentlich Platz. Sie sehen das, gucken Sie mal, ich kann die sogar schräg stellen, die Füße. Ja. Also das ist jetzt für eine Toilette im Badezimmerbereich wirklich schon super. Hier auf dem Waschbecken kann man ganz bequem dann einfach den Arm ablegen. Und da können Sie natürlich auch, wenn Sie jetzt nicht am Beifahrersitz sitzen wollen, um das Buch zu lesen, hier sitzt man auch nicht schlecht, hören Sie mal. Da können Sie sich sogar auf der Toilette setzen. Ja, gucken wir mal weiter. Kommst du hier noch dran? Ja. So, und hier haben wir dann auch den Waschbeckenbereich. Ich übernehme mal wieder. So, hier haben wir den Waschbeckenbereich. Das ist ja tatsächlich so, das war man hier so super auf dem Klöschen hier gesessen hat, dass man sich dann doch schon so ein bisschen seitlich mal rüberbeugen muss, um sich dann die Zähne zu putzen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, auf der Toilette, da sitzt man ja mehrfach am Tag und dann mit dem Händewaschen oder mit den Zähneputzen, also Händewaschen ja öfter, aber Zähneputzen kommt ja nicht so häufig vor, da kann man sich dann mal so ein bisschen zur Seite beugen. Ansonsten könnten Sie sich ja auch noch mal hier im Bereich der Küche, haben Sie auch noch ein Waschbecken. Ne? Also das ist nämlich schon mal immer so, dass die Leute sagen, Mensch, warum ist denn das Waschbecken in der Ecke? Das ist ganz bewusst so von Megamobil gemacht worden. Da werden eben die Prioritäten gesetzt und da wird gesagt, okay, die Priorität sitzt, ist da, dass man ordentlich auf dem Klo sitzt. Und da Zähneputzen, das kommt eben nur zweimal am Tag vor, das ist dann auch möglich und geht auch prima dann über dieses Eckwaschbecken. Da haben wir natürlich dann auch noch mal einen großen Stauraum drunter, der auch ganz gut ist. Da können Sie weitere Artikel drin unterbringen oder auch zum Beispiel Handtücher finden da fantastisch auch Platz. Dieser Deckel, den Sie da sehen, das ist ein... das ist eine Serviceklappe, eine Revisionsklappe, nämlich an der gleichen Stelle ist im äußeren Bereich des Fahrzeugs die im Premium-Paket serienmäßige Außendusche, wo Sie sich also, wenn Sie zum Beispiel mal einen Spaziergang gemacht haben, sich die Schuhe dreckig gemacht haben, mal eben die Schuhe sauber machen können. Wenn Sie einen Vierbeiner mit dabei haben, können Sie den da mal absprühen. Oder Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, bei einer wirklich heißen, bei einem heißen Sommertag sich selber mal abzukühlen. Ist auch mit Kalt- und Warmwasser. So, und jetzt muss ich mit meinen Fingern mal so ein bisschen zeigen. Also wir haben hier im oberen Bereich natürlich wieder eine Abschlussleiste. Sie können schon so ein bisschen erkennen, was sich da befindet, nämlich unsere Premium-Acrylglas-Türe, die auch hier mit den sehr schönen Scharnieren unten, auch Designscharniere unten und im oberen Bereich befestigt sind. Und jetzt schwenke ich mal hier diese Türe rüber.
So, und Sie sehen das, wie die sich hier so langsam schließt. Sie geht auch fast bis unter die Decke. Ne, das ist auch sehr wichtig, denn es gibt auch schon mal Schwenkbäder, die hören dann im Schulterbereich auf. So, und jetzt haben Sie hier eine richtige Dusche. Gucken Sie sich da mal an. Ist das nicht schön? Wohl, wir haben jetzt mal so einen Teppich hier reingelegt. Sie können natürlich auch ein Holzgitter haben. Aber ich stehe jetzt hier in der Dusche drin und der Herr Musotto kann noch mal übernehmen hier. Gucken Sie mal, wie schön ich hier stehe. Und dann können Sie sich dann die Dusche nehmen und hier einfach körpernah abduschen, einschmieren mit entsprechenden wunderbaren Lotionen oder Reinigungsmitteln. Und dann eben haben Sie hier wunderbar Wellness gemacht. Ne? Alles mit einer Lamellenschiebetüre. Die schiebt die man, hier ist ein Magnetstreifen, der sich hier ranklipst und dadurch dann auch diese Türe wasserdicht schließt. So. Dadurch können wir bei diesem Fahrzeug komplett auf den Duschwagen verzichten. Das ist natürlich schon ein Hammer. Ja, das also das ist jetzt wirklich ein Premium-Badezimmer. Also wir machen das also auch schon hier ein paar Jährchen und wir haben ja da die Marke Megamobil schon seit vielen Jahren begleitet und das ist wirklich, ich sag mal, im Bereich der Badezimmergestaltung eine ganz tolle Ausnahme. Und wo wir vielleicht beim Duschen sind, ja, sollten wir erwähnen, dass also wir auch beim Premium serienmäßig eine Außendusche haben. Habe ich doch gerade erzählt. Ja? Ja. Da habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Aufmerksamkeit. Ja, also, aber doppelt hält besser. Nee, aber Sie haben recht, Herr Musotto. Ich habe nämlich, ich glaube, ich habe nicht gesagt, dass sie im Premium-Paket drin ist. Okay. Ne? Weil da haben Sie natürlich recht. Im Premium-Paket ist sie ja mit dabei. Richtig. Ja? So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight, würde ich sagen. Exklusiv bei Büske. Genau. So, jetzt machen wir mal hier den bisherigen Sitzbereich zur Liegefläche. Und also vielleicht auch nochmal Herr Musotto und ich und der Herr Schneider auch. Kommen wir alle mal zu dritt. Komm rein. Jetzt ist doch wirklich so, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier von Megamobil TV. Jetzt filmt der Herr Schneider mal in den Fußbereich. Gucken Sie sich das mal an. Wir stehen jetzt hier tatsächlich mit drei Leuten hier drin. Und diese Breite... Und ich habe schon ein bisschen Bauch, ne? Oder Lebensmittelschwangerschaft. Ich mich auch mal damit. Ja, aber... So, aber Sie sehen, wie viel Platz hier ist. Und ich senke jetzt mal den Tisch ab. In dem Zuge möchte ich noch mal eben einmal erwähnen, wir sind alle doppelt geimpft. Wollte ich gerade sagen, nochmal zwei Dosen eingetragen. Wirklich, ja, aber wir hängen ja hier wirklich auf Tuchfühlung. Ja, aber wir sind alle doppelt geimpft, wir haben kein Problem. Ja. Also erstmal doppelt geimpft und dann überprüft, muss... getestet. Und wir haben täglich, werden wir testen hier. Ja. Ne? Also das ist auch ganz wichtig. So, wir haben, Herr Musotto, jetzt müssen wir mal eins machen. Warten Sie mal, da, sonst kann der Küchner, ich glaube, Sie gehen jetzt doch mal ein bisschen nach vorne, ja, dann kann der Herr Schneider besser füllen. Moment, so. Ja, so. So, auch hier haben wir noch mal eine Beleuchtung im Bereich der Füße. Ich habe jetzt gerade schon mal den Tisch abgesenkt. Hier ist eine entsprechende Mechanik, um den Tisch abzusenken. Da hinten sieht man den Lichtschalter für den Fußraum. Da ist da noch mal eine doppelte USB-Steckdose. Und daneben haben wir 230 Volt. Jetzt senke ich den Tisch ab in diese Position, lege den Hebel um, damit der fixiert ist. So, die Kissen packen wir jetzt mal da oben drauf. Und jetzt machen wir eins. Jetzt nehmen wir uns hier aus den Seitenstaukästen. Komm, haben Sie drauf mit den Seitenstaukästen? Mhm. Das macht ihr denn? So, dann nehmen wir jetzt mal hier diese Polster raus. Ja, einmal so und auf der anderen Seite auch. Einmal so. Jetzt nehmen wir die beiden Sitzpolster von der rechten und linken Seite und legen die einfach hier mal so ganz locker, fluffig auf den Tisch auf. So, jetzt haben wir auch die Gelegenheit, hier mal reinzuschauen, weil hier in dem Bereich ist nämlich der noch eine Ablage und unter der Ablage ist dann auch der Zugang zum Frischwassertank, noch eine weitere Ablage und hier ist dann der Frischwassertank mit der entsprechenden Reinigungsöffnung. Da haben wir ja 80 Liter, die da unterzubringen sind. So, das Brett wieder da reinmachen, da muss ich schon ein bisschen drücken, darum. So, weil das alles auf Millimeter genau gemacht ist. Ja, genau. So. Moment. Das Internet. So, jetzt haben wir es drin. Super.
Und auf der anderen Seite haben wir ja auch noch mal eine Möglichkeit. Hier ist die Bordelektronik. Da haben wir das Schaut zentrale Steuerungsmodul, das ist das blaue. Dahinter, das weiße, ist der FI-Schutzschalter. Das ist auch noch mal zugänglich, wenn wir den Tisch oben haben und die Sitzpolster drauf sind, damit der Zugang zu den Sicherungen schnell möglich ist. Und unter diesem Modul befindet sich noch ein Stauraum, den können Sie von oben nicht filmen. Da ist dann die Batterie untergebracht. In diesem Bereich hier, das können wir uns auch gerade anschauen, ist die Heizungsanlage. Hier vorgesehen jetzt für eine Dieselanlage, Dieselheizung, die, wie der Herr Musotto eben ja schon mal geschildert hat, im Moment leider nicht lieferbar ist. Deswegen hat er eine sogenannte Vorbereitung. So, jetzt würde ich sagen, passiert es. Jetzt lassen wir mal das Bett ab. Dafür kriegen Sie dann hier so einen Schlüssel. Dann kriegen Sie einen eigenen. Können Sie aber auch von draußen machen. Von draußen, genau. Wo also ist hinten. Der? So, oh, und on. Und wir haben einen ganz fantastischen Schlüsselanhänger. So, der, das ist meiner. Und jetzt lassen wir das Bett ab. Achtung, es geht los. So, und... Fertig ist die Liegewiese. Stopp, Entschuldigung. Wahnsinn. So, jetzt haben wir hier die Liegefläche. Und es ist jetzt so, dass Sie jetzt sehen, im Moment sind die Gurte ja noch praktisch im Liegeflächenbereich. Und das ist auch eine Neuheit vom Modelljahr 2022. Wir können die Gurte nach außen führen. Dafür nehmen wir einfach hier diese Kissen und legen die so ein bisschen schräg hier ran. Und dann können wir einfach noch mal ein bisschen ablassen. So. Und dann drücken wir die Kissen einfach dann in diese Position. Noch ein Stück. So. Und dann können Sie da mal drücken. Wunderbar. Dann haben Sie jetzt hier eine ganz fantastische Liegefläche. Und wir können jetzt noch mal messen. Wir sind also... Ja, soll man die noch da einlegen? Ja, kann man ja. Können Sie hier noch, von hier nicht dran. Ja. Können Sie hier noch so einlegen? Genau. Oder das wohl liegt. Warte mal, ich steige mal auf die Trittstufe zum erleichterten Einstieg ins Bett. Sehr vorsichtig, genau. So. Da hinten ist... Aber das sieht dann viel, viel schöner und netter aus. Ja, genau. Genau. Von so. Da hinten kommt sie schlecht rein, Gaetano. Ja, ja. So, und so. Und so. Super. Ich habe also gesagt, ich wäre zu klein. Nein, von da hinten kommst du nicht dran. So, jetzt können wir mal messen. Der andere aber auch, ne? Wo du gerade sagst. Ich habe gedacht, das wäre zu klein, jetzt wo du gerade sagst, ja. So, gucken Sie mal hier. Wenn man jetzt die Tür zumachen würde, oder mal messen mal bis hier noch ein bisschen rüber, bis zu, ja, gucken ja. Sie mal, Herr Schneider, messen Sie mal bis so, hier zum Schrank, zu. Weil das ist ja die Liegeflächenlänge. Also wir sind hier praktisch über zwei Meter, in so, der... Jetzt bin ich an der Tür. Ja, guck mal jetzt. Wie? Ja, jetzt guck mal, ist noch mehr. Jetzt sind wir ungefähr bis zum Schrank bei 2,3 Meter. Ja. Na, okay. Matratzenmaß 2 Meter, lassen wir mal los. Und Innenbreite bei dem Fahrzeug. 1,92. Ja. Mal gucken. Sogar 1,93, Herr Musotto. Und Matratzenmaß ist 1,84 Meter. Innenbreite 1,93 Meter, Matratzenmaß 1,84. Wir haben also jetzt eine Liegefläche hier von sage und schreibe 1,84 Meter mal über 2 Meter. Und was jetzt auch interessant ist, und das hoffe ich, dass Sie das mit der Kamera überhaupt erfassen können, diese unendlichen Weiten und Breite des Ausstiegs vom Bett, also eine Bettausstiegsbreite von 80 Zentimetern haben wir hier. Und das ist also auch einzigartig. So, ich ziehe mal meine Schuhe aus. Oh, und dann kann der Herr Schneider auch mal hier unten gerade die Trittstufe zum erleichterten Einstieg ins Bett filmen. Da stelle ich mich jetzt drauf. Und dann kann ich ganz bequem hier ins Bett einsteigen. Und wer möchte zu mir kommen? Ja, wollen Sie so rum reinstecken? Gaetano, was hat man schon? Kommen wir mal andersrum rein. Also, in dem Zusammenhang noch mal zu erwähnen, ist also die hervorragende Isolierung. Und dieser Bereich hier ist also auch ganz super gemacht. Ja, Moment, ich muss auch die Schuhe ausziehen. Genau, bei Megamobil
weil nämlich hier in dem Bereich keine Kältebrücken entstehen, weil die genau auf Stoß aufeinander gearbeitet sind. So, ja, wir hatten ja eben schon davon gesprochen, dass wir 8 Schränke haben. Allein für Kleidung. So, guck mal hier, so. Guck mal, da kommt er. So, das war 8. Guck mal hier. Ja, komm, wir legen uns mal beide rein. So. Guck mal hier. Das ist Platz, oder? Boah, aber wie? Also, ich finde auch, Herr Scheiderhase, ist das nicht geil, oder? Oder, Entschuldigung, da ich bin gerade in der Wochtwahl vergriffen. Ist das nicht schön? Ja, das ist schon riesig, echt. Wirklich. Aber, ne? Guck mal hier. Und das, wenn ich gleich abtauche und ihr nichts von mir hört, bin ich an den Schnürsenkeln dran. Dann mache ich mir auch die Schuhe. Zieh ich mir auch die Schuhe. Wenn du jetzt hier so eine. Hier, bei meiner Größe, wenn du. Kannst du anders nur so kumpeln, das kannst du auch so schlagen. Ja. Also mit 4 Leute hier ohne Problem. Mit 4, oder? Kannst du nur mit 2 fahren? Ja, wenn er jetzt Enkelkinder. Ja, nun, vorne mit dem Auto hinterher. Ach so, okay. Ja gut. Im Auto können sie nicht schlafen. Aber ich sag mal, man merkt das jetzt schon hier. Wir haben also hier nicht nur ein Bett, wir haben hier sozusagen eine richtige Spielwiese, oder? Ja. Ja, also da geht vieles. Ich sag mal so, auch Fernseh gucken hier ist so schön so. Ja, da kann man sich richtig einen schönen Abend machen. Ne? Ja. Einen schönen Champions League-Abend. Ja. Oder Rosamunde Pilcher. Guck mal hier oben, kannst du ja wieder. Also, ich weiß, sie hatten dann angefangen, mit ins Bett zu kommen. Ich wollte noch mal zeigen, also wir hatten ja eben 8 Schränke. Hier ist der 9. Ne, die sind jetzt per Push-Opening. Hier können sie zum Beispiel Unterbekleidung reintun. Und hier ist dann der 10. Schrank. Dann haben wir hier ein Ablagefach noch für Utensilien. Das wäre der Nummer 11. Das ist der Schrank, den haben wir eben schon mitgezählt, wo jetzt zum Beispiel Jeans oder solche Sachen drin untergebracht werden können. Und dann geht das Ganze natürlich hier auf der Seite noch weiter mit Nummer 12, weiteres Ablagefach, Nummer 13 und Nummer 14. Also was jetzt hier die Schrank- und Verstauungsmöglichkeiten angeht, haben wir hier wirklich bei unserem Mega-Launch ein ganz, ganz fantastisches Fahrzeug, welches, sage ich da mal, auch neue Maßstäbe setzt, würde ich sagen. Ne? Und so. Wenn warm ist, hat dieses Auto auch eine Dachklima, ne? Ja, aber das ist ja eine Option. Ne? Also wenn Sie eine Dachklima kaufen wollen, dann müssen Sie bezahlen. Die ist, ist logisch. Also die ist nicht in der Serie. Nee, aber ich sage, dieses Auto ja, hat eine. Ja. Genau, was haben wir noch? Ich wollte hier mal probieren, weil mir gefällt sowas, wenn... So, da auch aus. Achso, und jetzt wollten Sie hier noch mal aus. So, guck mal hier. So, achso, ja. Das war das, was der Herr Bauer auch raus, ne? Guck mal, wie schön. Ja, hier, ein mögliches Ambiente, ja. Ja, genau, also abends, wenn man einfach noch mal sagt, komm, nur noch mal ein bisschen Licht oder so, ja, geht dann auch. Ne? Geil, Tano, voll ja, aber es gibt Leute zum Beispiel, die können nicht schlafen ganz dunkel. Ja. Ne? Auch für Leute, die beim ganz Dunkeln nicht schlafen können, haben wir jetzt auch was. Wobei jetzt der Schalter noch für hier war, ne? Da. Da machen wir an. Ne, das war der. Der da hinten. Ah, hier? Achso, der hier. So. Da haben wir. Ja, die seitlichen Fenster, die Sie hier sehen, die würden wir Ihnen empfehlen. Das ist nämlich schön, können Sie rausgucken. Auch seitlich so. Ja. Die sind ja, wenn Sie das Premium-Paket bestellen, ist es ja auf der Seite eine Option und auf der anderen Seite sowieso. Und vielleicht machen Sie auch mal auf, Herr Mosotto, weil... Das Fenster? Ja. Knöpfchen drücken. Ja, das weiß ich. Genau. So. Ne, das ist also eine sehr schöne Sache. Wenn Sie ja, vor allen Dingen, pass auf, guck mal hier. Angenommen, du bist jetzt in Urlaub. Ja. Die Frau ist schon draußen. Du hast einen Tisch draußen, 2 Stühle. Du bist noch am Schlafen. Ja, also, dann sag mal, Schatz, ist der Kaffee fertig? Ja, genau. Das ist wieder. Das sind die Italiener. Das kann er rausklären. Immer so ein bisschen macho. Und das Allerschlimmste ist, dann lässt er sich wahrscheinlich noch die Tasse durch das Fenster reichen. Ja, was denkst du denn? Ja. Ja. Was denkst du denn? Und so. Da muss noch ein Plätzchen dabei sein, hier so ein Amaretto. Amareni. Ja, die Amaretti, diese kleinen Dinger, runden Dinger, genau. Da muss auch dabei sein, schön mit der Untertasse und so alles. Und am besten noch gerührt. Ja. Aber hier, jetzt mal allen Ernstes, Herr Schneider, ist doch ein Hammer, das Auto, oder? Das Auto ist ein Hammer, ja. Allen Ernstes, ja. Also, meiner Meinung nach ist das wirklich, ich sag mal... Also, sollte man die Verdunklung auch mal zeigen? Ja, können wir machen. Können wir alles verdunkeln hier. Einmal so. Also im Kastenwagen suchen Sie soweit, ne? Im Kastenwagenbereich, oder? Ja, also da ist das ist wirklich... Also im letzten Jahr war der Mega Launch das einzige Fahrzeug im ganzen Segment, welches so konstruiert war,
Und da hat also, da haben wir wirklich ein Alleinstellungsmerkmal bis dato auf jeden Fall gehabt. Ja, ja, schöne Sache, ne? So. Toll. So, Fliegenschutz, alles dabei. Ja, und das ist das, was wir eben sagten. Ne? Sie können dann also auch hingehen und können dann zum Beispiel sagen, so Schatz, weißt du, jetzt gucken wir mal. Wie schön. Jetzt haben wir von innen die Türe aufgemacht. Wäre der Griff unten gewesen, hätte sie dann schon frei. Genau, wie schön es draußen ist. So, und dann haben, hoppsala, und dann haben sie natürlich auch die, den Panoramablick nach hinten. Wenn sie dann aussteigen, können sie die Tür noch komplett seitlich umlegen und dann haben sie den vollen Durchblick sozusagen. Ja. Gibt es für den Hochdach das Fliegengitter auch noch? Nee, gibt's also noch nicht, für, ja? Gibt's nicht. Beim Mega Classic können wir es dazu bestellen. Für den, ja, aber wir kommen. Hier müssen wir eine Adaption schaffen, wissen Sie, weil der ja das H3-Dach hat. Ja, ich würde aber sagen, so bevor wir uns jetzt hier verabschieden, noch ein bisschen was zum Basisfahrzeug. Also alle Megamobil-Fahrzeuge haben ja eine sehr, sehr umfangreiche Serienausstattung. Da ist es dann auch egal, ob wir ein Peugeot oder ein Fiat-Chassis haben. Wir haben manuelle Klimaanlage serienmäßig mit an Bord, Lederlenkrad, Lederschaltknauf. Dann haben wir natürlich... Klima. Ja, Klima sagte ich schon. Ne? Dann haben wir... Verdunklung-Rollo. Fahrerhausverdunklung, genau, die haben wir noch gar nicht gezeigt. Elektrische Spiegel. Beheizte Spiegel. Vierfach verstellbar die Spiegel. Genau. Und dann das Sicherheitspaket ABS und ESP und so ein Gedöns ist auch mit dabei. Ne? Also alles. Nebellampe. Nebelscheinwerfer ist auch schön. Ne? Auch Serie. Ja, ist auch Serie, also ganz toll. Genau. Ne? Ja, also, Maxi-Fahrwerk. Ja, das ist auch wichtig, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weil das Maxi-Fahrwerk ist ja ein verstärktes Fahrwerk mit größeren Bremsscheiben, mit verstärkten Radlagern und mit einer verstärkten Achsgeometrie, so dass sie immer die optimale Handling-Stabilität haben. Das Fahrwerk ist also für eine Belastung von 4 Tonnen ausgelegt. Es ist allerdings so, dass in den Papieren nur 3500 Kilo drin stehen und das ohne technische Maßnahmen auch nicht zu erweitern ist. Man kann aber erweitern. Ne? Ja, sollte man vielleicht. Ne? Ja, weil dann kriegen sie doch noch mehr mit. Da können sie dann zum Beispiel Zusatzluftfedern noch bestellen und da haben sie dann auch die Möglichkeit, hinten das Fahrzeug so ein bisschen zu nivellieren. Oder wenn du jetzt irgendwo stehst, schräg, ne, du sagst, dann kullert dir immer der Partner auf der Schulter. Ja. Dann kannst du das ein klein bisschen, ein paar Zentimeter angleichen. Dann damit, genau. Ne? Ja, und dann haben sie natürlich auch die Möglichkeit, durch diese Sache den Wagen dann aufzulassen auf 4,2 Tonnen maximal. Ne? Ja. Und wie gesagt, Maxi-Fahrwerk ist ja wirklich bei allen immer dabei. Nee, ich meine bei den Wettbewerbern immer aufpreis. Ja, ja, also aber bei Mega. Das ist nicht preiswert. Bei uns ist das Serie. Bei uns ist das Serie, genau. Jetzt machen wir die Gurte wieder raus aus der Führung hier. Und dann machen wir das Bett hoch. Haben Sie schon erwähnt, dass das neu ist, ja? Ich weiß nicht, das ist neu. Ja, ja, 21 waren ja die Gurte immer im Weg. Nee, das habe ich aber, glaube ich, meine ich erzählt. So, dann würde ich sagen, Herr Mosotto, gehen Sie mal kurz raus. So, soll ich mal... nehmen Sie mal Ihre Schuhe mit. Ja, soll ich mal zeigen, dass das auch von draußen geht mit dem Bett? Ja, können Sie machen. So, weil das ist ja auch nicht... Ja, okay, ich lasse mal die Schuhe erstmal aus, so. Den Herrn Schneider braucht, der braucht mich nicht füllen, wenn ich die Schuhe. So, also der Herr Mosotto, wir haben auch draußen einen Knopf. Genau, da brauchen Sie dann keinen Schlüssel, nur Strom. Brauchen wir dann nur Strom. Ich nehme mal hier gerade die beiden Dinger zur Seite. So, und dann. So, jetzt wickelt der auf. Ja. Mit Bändern, ne? Mit den Bändern. Und das Bett fährt hoch. Ja, das ist also auch sehr geräuscharm, muss man sagen. Und dann sind wir wieder in der Position, wo wir eben auch drin waren. Ich lege mal gerade die Kissen so. Hier wieder auf die Seite. Ja, wir müssen jetzt noch mal eins, Herr Schneider, Sie müssen bitte mir mal den Gefallen tun, einmal noch hier oben hinfüllen. Weil da die Frage kommt auf, dass die Leute sagen, kann ich denn meine Bettwäsche drauf lassen? Jawohl, Bettwäsche können Sie auf dem Bett liegen lassen, das ist kein Problem. So, ich habe, das haben Sie jetzt gesehen, das ist also hier ruckzuck erledigt, gar kein Stress, ne, das umzubauen und dann auch nur noch mit einem Handgriff wieder der Tisch, der dann wieder nach oben kommt. Und beim Tisch ist ja so, den können Sie ja auch
nach Ihren Bedürfnissen anpassen, entweder zurückschieben, vorschieben, dann können Sie den zur Seite schieben, in die eine oder in die andere Richtung. Ne? Also ist eine ganz prima und sehr, sehr durchdachte Sache. Ja, die Megamobilkissen wieder hier hin. Und dann kann man doch davon sagen, Menschenskinder, toll. Ein schönes Auto. Ne? Ja, echt toll. Ja. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Megamobil, Megalaunch 2022. Hier bei uns in Schwelm, Nordstraße 19, können Sie sich dieses Fahrzeug anschauen. Und wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch. Sehr, sehr. Sehr, sehr. ganz neu jetzt ja auf unserer Website auch unser Megamobil-Konfigurator. Da können Sie da oben auf in der Ecke auf das i drücken und dann öffnet sich da schon eine entsprechende Verlinkung. Sonst, wie gesagt, über die Website www.megamobil-reisemobile.com, ganz wichtig, .com. Und ja, über die Webseite können Sie über den Kontakt... Ja, und beeilen Sie sich schnell, weil es gibt lange Lieferzeit. Ja, das stimmt. Also Lieferzeit ist da, ne? Weil hier wird ja gefertigt wie bei Ferrari und Rolls-Royce. Also diese ganzen Materialien hier, die jetzt hier bei Megamobil verwendet werden, das ist ja alles Manufaktur und Handarbeit. Und im Grunde genommen können Sie davon ausgehen, bei über 500 unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten von Stoffen, von Möbel, Farben, von Böden, von Bezugsstoffen, da hauchen Sie jedem Megamobil hauchen Sie da Ihre persönliche Seele ein, kann man sagen. Das ist dann wirklich ein Unikat und Ihr ganz, ganz individuelles Fahrzeug. Ja, man hat vielleicht nicht ein Auto. Mein Auto hat vielleicht auf der Welt nur ich. Ja, das wäre weil du hast den Unikat. Ja, Unikat. Wäre auch Unikat. Weil du kannst so viele, ist nicht einheitlich. So ist das bei Unikaten. Ja. Nee, der Musotto steht mit seinem Geschmack oft alleine. aber schön, die Leute sagen immer, haben sie schön gewählt. Ja. Also man muss auch sagen, also für diejenigen, die jetzt vielleicht wissen wollen und auch die, die jetzt nicht wissen wollen, die kriegen es gesagt. Der Herr Musotto hat nämlich gerade, was Design und so weiter angeht, auch ja. eine ganz besondere persönliche genau. Historie. Sagen die Menschen auch ja, sogar. Sie haben doch da auch mal was studiert. Ja, Kunst. Habe ich einige Jahre gemacht. Ja. Mhm, genau. Und ja, ich kenne mich mit Farben gut aus. Ja, kennt er sich gut aus. Ja, in diesem Sinne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns in Schwelm bei Megamobil TV und beim Modelljahr Megalaunch 2022. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Hotline nochmal ganz kurz 02336 479165. Über die Nummer klingelt es dann auch bei dem Herrn Schneider, bei dem Herrn Musotto und bei unseren anderen Verkäufern. Und ja, wenn Sie Fragen haben oder irgendwas wissen wollen, scheuen Sie sich nicht, rufen Sie an. Bis dahin, tschüss. Ciao. Schön, dass Sie dabei waren. Tschö. Ciao. Megamobil TV wurde Ihnen präsentiert vom Autohaus Büsken.